Hier spricht Ustra und es geht los mit dem ersten der angekündigten monatlichen Vlogs. Der Monat Februar 2015 und ab diesem Monat beginnen die Neuerungen, die ich im letzten Vlog angekündigt habe. Darunter zählt das Let's Challenge, die Random Show und ja, zweitägliche LPs wie gehabt und weiterhin Harvest Moon zur gewohnten Zeit. Außerdem fängt ab morgen, wer es heute zeitlich sieht, am Sonntag, dem 1.2.2015, fängt ab morgen ein neues kleines Überraschungsprojekt an. Ich habe es ja im letzten Jahr angekündigt, dass auf jeden Fall was Überraschungsmäßiges kommen wird. Das Spiel findet ihr, wie gesagt, ab morgen 15 Uhr zusammen mache ich das, wieder mit der Miu. Also könnt ihr euch ja vorstellen, dass es in Richtung irgendeiner netten Ähnlichkeit von Harvest Moon sich handelt, aber mehr dazu findet ihr erst morgen raus. Haha, da müsst ihr euch das selber angucken. Sonst, wer noch Fragen hat, soll die bitte in die Kommentare schreiben, was zu den neuen Projekten kommt. Oder sich das Vlog anschauen, was man unten in der Videobeschreibung findet, den Link dazu. Da erkläre ich das Ganze noch ein bisschen ausführlicher, was es mit der Let's Challenge und mit der Random Show auf sich hat. Des Weiteren habe ich mir die Freude genommen, und vielleicht hat es ja jemand, der ein oder andere, schon bei Twitter gesehen, ich habe Evolve vorbestellt und freue mich wie ein Honigkuchenpferd auf das Spiel. Das wird es natürlich dann auch hier geben ab dem 10. Februar. Schauen wir uns das Ganze ein bisschen an. Ich hoffe, ihr habt Bock darauf. Sonst habe ich nur Riesenbock, dass das jetzt endlich anfängt mit den neuen Projekten. Dann kann ich wieder kreativ sein und ein bisschen verrückt sein, was ich ja in den täglichen LPs nicht so gerne mache. Einfach deswegen, weil ich das auch ein bisschen ernster nehmen möchte, weil es ja auch storygebundene, nette, kleine Geschichten sind. Aber in der Random Show, da werde ich wieder richtig zeigen, wie verrückt ich bin. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Ich wollte euch nur mal auf den neuesten Stand bringen. Wie gesagt, Februar ist da, meine neuen Konzepte laufen an. Ich bin heiß drauf, ich hoffe ihr auch. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wie euch die Noobtour bis jetzt gefallen hat. Ob ihr auch Bock habt auf neue Projekte. Und natürlich würde es mir helfen, wenn ihr dabei bleibt und die Sachen schaut, wenn sie dann kommen. Ich freue mich riesig nochmal und vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.